Hallo, wir begrüßen euch in der Zuchtstätte Sakura Momichi von Tomomi und Fritz Makino und unseren drei Welpen Daichi, Daiko und Daiki. Herzlich willkommen. Das ist jetzt der Garten, wo die Kleinen aufwachsen und sich schon an alle möglichen Geräusche wie Rasenmäherlärm, Flugzeuge, Hubschrauber etc., Nachbar, bellende Hunde gewöhnen müssen. Und sie genießen das sehr. Im Moment sind sie ein bisschen verschlafen, aber wir werden sie jetzt einmal in den Garten setzen und schauen, ob sie schon wieder Lust haben zum Spielen. Gutschi, gutschi, gutschi. Wir züchten Shiba Inus. Das ist eine sehr, sehr alte japanische Rasse, die 2.000 bis 3.000 Jahre alt ist. Und wenn sie ausgewachsen sind, sind sie sehr eigenständig, sehr süß, nicht so besonders anhänglich, ruhige Hunde und schwer erziehbar. Hopp. Meine Frau hat beschlossen, wir behalten uns einen Welpen. Und ich habe gesagt, na, sicher nicht. Und sie hat gesagt, ja, wir behalten uns einen. Ich habe gesagt, ja, sicher nicht. Und dann hat sie die Hände in die Hüften gestellt und sie hat gesagt, ich kann auch einmal was sagen. Und seitdem haben wir 200. Und dann war die Zucht schon geboren. Weil Welpen aufwachsen zu sehen, das ist so eine schöne Erfahrung und so viel Spaß. Und sie sind jetzt schon 4 Wochen alt und wirklich schon komplett stubenrein. Und hier ist unsere Sammlung von den Pokalen und Auszeichnungen, die wir auf internationalen Hundeausstellungen gewonnen haben. Und so kleine Welpen schlafen noch sehr viel. Sie sind ungefähr so 20 Minuten munter und dann schlafen sie wieder 1 Stunde bis 2, bevor es wieder von vorne losgeht. Wenn die Welpen 9 Wochen alt sind, dann kommen sie zu ihren neuen Familien. Und wir versuchen, die Familien immer sehr gut auszusuchen. Viele sehen leider diesen kleinen Huhn und sagen, ah, der ist süß, den will ich haben. Aber hinter dem kleinen Kerl steckt schon eine Menge Arbeit, damit der Hund gut sozialisiert ist. So. Und später im Leben auch Freude macht. Mit guter Leberwurst kann man sie immer gut bestechen.